Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Priri Streetmaster 30 und den Kotte DSA 30. Dieser Mod kam mir vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Güllefässer. Der Autor von diesem Mod heißt Yevakri und die Modgröße beträgt ca. 12,23 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, kostet euch dieser ca. 10 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann ca. nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Dann haben wir hier einmal den Priri Streetmaster 30 und den Kotte TSA 30. Diese Anhänger kann hier laden, Gülle oder Gärreste. Kann ca. 30.000 Liter laden, wiegt 6,8 Tonnen leer und kostet in der Standardversion 95.500 Euro. In der Konfiguration haben wir hier wählbar die Reifenhersteller Continental, BKT, Michelin, Trelleborg, Friedestein und Continental. Bei Continental haben wir hier keine Reifenvariante wählbar. Bei BKT haben wir hier wählbar Standard, Breitreifen oder Breitreifen 2 oder halt Standard. Michelin haben wir hier wählbar Standard nur, Trelleborg nur Standard, Friedestein auch nur Standard und dann haben wir hier wieder Continental. Lichtdesign am Heck könnt ihr hier wählen, entweder Halogen oder LED. Ne? Und Markendesign habt ihr hier wählbar, entweder das Kotte-Design, das Standard-Priri-Design oder Priri-Prototyp-Design. Liftachse ist auch hier wählbar, mit Nein oder mit Ja. Und die Hauptfarbe könnt ihr hier in allen Farben wählen, von zum Beispiel Schwarz auf Grün. Hier auch wählbar in rundgebürstetes Metall, sieht auch interessant aus. Oder auch gerne hier in Dunkelgrün. Andock-Trichterfarbe ist hier oberhalb, könnt ihr hier auch wählen, entweder gelb oder grün. Kotte-Logo-Farbe, da könnt ihr hier wählen, auch von weiß zum Beispiel auf schwarz oder gerne auch in rot. Und die Felgenfarbe habt ihr natürlich auch hier wählbar, von grau auf chrom auf silber, von silber auf weiß oder gerne auch in schwarz. Da kostet euch dieser Anhänger hier in dieser Konfiguration ca. 100.500 Euro. Wir wollen den noch gerne mal ausprobieren. Dazu habe ich mir folgendes gedacht. Wir haben hier einmal hier den LKW genommen und den Anhänger dazu. Wir koppeln den jetzt einfach mal an und schauen, was passiert. So, dann haben wir am Anfang natürlich immer das Licht. Einmal hier die Seitenmarkierungsleuchten, die Begrenzungsleuchten, jeweils links und rechts. Dann haben wir hier unten zwei Leuchten, links, unten zwei Leuchten, rechts und oberhalb zwei Leuchten. Rundumleuchte haben wir auch am Start dabei. Rückfahrleuchte haben wir auch zwei Stück. Kennzeichenbeleuchtung haben wir auch zwei Leuchten dabei. Dann haben wir einmal hier noch die Bremse dabei. Auch hier mit sechs Stück insgesamt, drei links, drei rechts. Dann haben wir hier Blinker rechts, drei Stück, unten zwei und oben ein. Und links auch drei Stück, unten zwei und oben ein. Und dann haben wir hier die Tastenbelegung wählbar. Wenn ihr jetzt aktuell gewählt habt die Liftachse, dann könnt ihr das hier auch machen. Also L1 und X für fast zuklappen oder aufklappen. Dann geht hier die erste Achse hoch. Das ist die sogenannte Liftachse dann. Diese geht dann nur hoch, wenn ihr diesen Anhänger auch damit konfiguriert habt. Dann haben wir hier noch wählbar im Prinzip R1 und rechts liegt nach oben oder nach unten. Machen wir das Ganze mal. Dann habt ihr aktuell hier diesen Schlauch oder den Anschluss wählbar. Und könnt das Ganze halt hier hin und her fahren. So wie ihr das am besten haben wollt. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier denn so schönes reinpasst in den Anhänger. Wir können natürlich auch immer unter eine Multikaufstation fahren. Oder auch gerne in ein Güllebecken fahren, beim Kuhstall oder an halt anderen Sachen, die man halt überladen wollen. Drücken wir hier mal auf L3 mit Befüllung starten. Da können wir hier wählen, Gülle oder Gärreste zum Beispiel.
Hier haben wir auch wiederum das Fenster hier, dieses klare Glas, wo man halt auch sieht den Füllstand von dem Fass hier. Finde ich an sich auch cool gemacht. Und dann wollen wir hier mal gerne mal das Ganze umfüllen in einen anderen Anhänger. Hier haben wir natürlich mal einen Karankotte noch stehen mit einem Traktor dazu und könnt ihr hier dann mit R1 im Dreieck schön umladen. Das Ganze ist dann halt hier in den anderen Fass umgeladen und könnt ihr hier sogar noch steigern, wenn ihr hier die andere Pumpe anmacht. Genau. Könnt ihr hier noch wählen, im Prinzip auffüllen, dann geht das Ganze halt dann auch ein bisschen schneller sogar. Ist an sich ein schönes Fass, ne, schönes Prairie Street Master 30 oder halt ein Korte TSA 30. Könnt ihr euch natürlich umkonfigurieren, wie ihr das haben wollt. Und ich finde das Ganze auch cool gemacht, mit der Liftachse wieder. Und dann hat man hier ein schönes Güllefass für eure Farm. Je nachdem, ob ihr jetzt mit einer großen Karte spielt oder mit einer kleinen Karte spielt, das ist natürlich euch überlassen. Aber hier, dieser Mod ist auf jeden Fall einen Mod-Test wert und könnt ihr euch gerne mal laden. Falls ihr Fragen habt dazu, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt dies doch gerne bitte in die Kommentare. Dann sind wir hier schon leider zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Besucht mich gerne auf meinem Twitch-Kanal oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.